dann scheint es ja nicht so recht zu gehen. Naja, wie dem auch sei, vielleicht kommt das Menü ja doch noch einmal. Dann drücke ich da einfach drauf und sage Starten. Und wenn nicht, dann eben nicht. Ich spiele jetzt einfach unbenommen weiter, bis in alle Ewigkeit. Bam, bam, bam. Coal Plant, ich Ochse. Ja. Coal Plant mit Sicherheit nicht. Noch ein Coal Plant, was ist denn hier los? Das habe ich doch niemals gebaut. Okay. Da ist das Recycling Center fertig. Portsmouth geht's auch flott voran. Obwohl das hier mitten im englischen Gebiet liegt. Da ist zumindest mal das Aquädukt fertig. Und der Hafen ist fertig. Gut, Wachstum gibt es trotzdem nicht, weil einfach zu viel verseucht ist hier im Umland. Um dem entgegenzutreten, sollten vielleicht mal die Recycling- und Reinigungssysteme ausgebaut werden. Ich glaube, das war nur York. Hier. Und eine von diesen ehemals römischen Städten. Genau. Hier sind wirklich sehr gut ausgebaut. Schon alles mit Schienen vollgebaut. Aber es gibt hier trotzdem noch jede Menge zu tun. Was vielleicht noch sehr wichtig wäre, dass die Schienenverbindungen, besonders hier oben, endlich komplett fertiggestellt werden. Mal schauen, dass es nach Rouen weitergebaut wird. Ah, New Königsberg müsste doch jetzt eigentlich schon wieder wachsen können.
nicht. Noch nicht. Dem Nürnberg ist eine weitere Mech-Infanterie fertig. Die kann ja nun endlich mal in diese eine Stadt geschickt werden. Ja, nach Stendal, genau, so hieß die, dieser Ort. Die haben ja schon einen richtigen Autobahnring gebaut. Hier oben meine ich. Genau. Sieht so aus. Mit dem großen Ring. Mass Transit System Recycling Center next. Hier ist die Bank fertig. Ja, da wollen wir auch mal auf Recycling setzen. Und das Kolosseum. Da fehlt wieder nicht mehr viel. Noch ein Kolosseum. Da ist das Krankenhaus fertig. Das ist auch schön. Wobei hier natürlich noch viel zu tun ist. Können die Stadt größer werden? Ich würde mehr Offshore-Plattformen angehen. Auch ein Krankenhaus fertig. Ja, da ist sowieso noch alles offen. Okay, Hamburg ist durch. Da fehlt soweit nichts mehr. Also Wealth. Wealth und Selbstverwaltung. Civil Disorder, vier. Viermal Civil Disorder jetzt schon.
Kann man noch das Solar Plant ausbauen? Hier ist auch alles fertig. Noch so ein Ordnung 12, der langsam wächst. Weil wir nur Wüste als Nahrungsmittelquelle zur Verfügung haben. Oder eine Wüste als Nahrungsmittelquelle zur Verfügung oder nutzen müssen. Nicht haben oder wie auch immer. Wir müssen es nutzen. Es sind jetzt 5 Orte. Okay, 5 Orte mit Unruhen. Das ist 1, 2. Gibt es hier eigentlich inzwischen Growth Zero? Naja, gut, schlecht einzusehen. Fehlen noch 3 Orte. Ich glaube, englische waren auch dabei. Genau, da sehe ich schon Cambridge und New London. So, welche Orte noch? Tja. Hier unten mit Sicherheit nichts. Dann vielleicht auf einem anderen Kontinent. Ist nicht so danach aus. Muss man jetzt mal disbanden. Sonst geht's einfach nicht voran. Da muss ich auch mal was machen. Vielleicht auch mal nutzen. Mal dahin verlegen. Dort direkt das Benden. Dann geht's schneller. Auch ewig hier in Gelsenkirchen. Naja. Manchmal muss sowas sein. Jetzt ist auch die Straße da. Okay. Jetzt kann der Ort wieder wachsen. Tut er auch gleich.
Oh, eine weitere Modern Armor. Jetzt werde ich mal das Solar Plant einstellen. Ab nach Bochum. Ich sag schon Modern Armor, Mech Infantry meine ich selbstverständlich. Ist hier das Solar Plant gebaut? Ja, hier ist es gebaut. Ah, das kann ich ja mal aktivieren. So, und die beiden Modern Armor da drauf schicken. Und dann ab mit dem Schiff hierhin, wo es so lange dauert. Soll natürlich keine Mech Infantry gebaut werden. Sondern sowas Schnödes wie ein Courthouse. Also die Stadt ist nun auch angebunden. Fehlt's noch an jeglicher Hilfe? Hier fehlt's einfach einem Aquädukt. Vielleicht muss ich dahin gehen, wo mein Weltwunder steht. Ich gucke eben mal durch. Wegen den Coal Plants, die ich ja an manchen Orten gebaut habe. Nicht, dass das noch in mehr Orten der Fall ist. Das wollen wir ja nicht. Nee, sonst sieht's ganz gut aus hier. Ja, in welchem Ort steht wohl
mein Raumschiff rum, bereit zum Start. Hier ist das Apollo-Programm. Starte! Los! Tja. Kann ich irgendwie nichts machen. Total klein diese Stadt hier. Also hier nur ein paar Hochhäuser, ansonsten ist ja hier nur so einzelne Häuschen. Mal vom Mass Transit System abgesehen und den Banken und den anderen Gebäuden, die hier noch so stehen. Kolosseum sieht auch eher aus wie ein Fußballstadion. Tja. So, damit komme ich natürlich in New Lyon in die Quere. Hier wäre es besser. Schauen wir mal in der nächsten Runde. Okay. Eine Universität. Wundert mich fast ein bisschen, dass da noch sowas gebaut wurde. Obwohl ich eigentlich schon überall auf Factory umgestiegen bin. Kathedrale fertig und damit alles fertig. Bereit zur Wealth-Produktion. Oh, da fehlt ja noch die Offshore-Plattform. Ich werde mal diese Folge wieder einfach durchziehen, bis mein Wecker klingelt. Der klingelt doch eh bald. Alles fertig. Genau. Macht dann da wieder zwei Parts draus, sehr wahrscheinlich. Hier ist das Kolosseum fertig. Die Unterhaltungsindustrie bahnt sich ihren Weg. Und eine weitere Kathedrale und dann die Möglichkeit für Wealth. Schau an, eine Bank. Das auch die Bank fällt. Oh, nee, das war ja nur der Marktplatz. Kommt jetzt die Bank. Einige Male Civil Disorder.
Hier ist zumindest mal ein Courthouse fertig in Hastings. Das ist auch gleich nicht schlecht. Ah, jetzt muss auch das Aquädukt gebaut werden. Und eine Bibliothek. Kann die Stadt endlich weiter wachsen? Also nicht kulturell, meine ich. Jetzt müssen wir erstmal die ganzen Probleme hier beseitigen. Es waren ja nicht wenige, aber ich habe auch total den Überblick verloren, wo es Probleme gab. Habe ich Hastings etwa zweimal? Hastings und New Hastings, ja, klar. Das kann da erst wieder in den neuen Städten oder in den alten Städten, kann das mit dem. Oh, hier ist die Fabrik gleich fertig, ja. Kann das mit den Unruhen erst wieder passieren, wenn die so groß geworden sind, dass es da so viel Bevölkerung gibt, dass es wieder Ärger geben kann. Da scheint mir alles in Ordnung zu sein. Ja. Stadt wächst auch extrem schlecht. Courthouse gibt es hier eigentlich. Solar Plant bauen. Ab nach Stendal. Hier muss ich auf jeden Fall noch Städte bauen. Ein oder zwei. Damit der da nicht mehr notwendig ist. Ah, noch kann Leipzig nicht wachsen. Das kriegen wir schon hin. New Königsberg wächst wieder. Kümmer du dich noch um einen Siedler? Schauen, können wir überhaupt noch gebrauchen?
Jo, dort. Na, dann wollen wir mal die unangenehmen Arbeiten angehen. Okay, hier schnappe ich dem ein bisschen was weg, aber ich glaube, das tut auch Not. Huch, jetzt bin ich verrutscht. Genau, hier ist es. Da kann ich leider keine Stadt bauen. Also tue ich es dort. Jawohl. Ich könnte ja im Grunde jetzt alle Siedler oder Arbeiter wieder automatisieren. Allerdings wäre es dann schon so, dass das Ganze ja ein wenig öde wird, glaube ich. Weil das Einzige, was man dann beobachten kann, ist das Rumjuckeln der Siedler, wie sie einfach zon, ja, wie man hier sieht, wie sie von Pollution zu Pollution wandern. Der Arbeiter, nicht der Siedler. Ja, ich sag immer Siedler, weil ja im Civilization 1 und 2, glaube ich, Siedler und Arbeiter ein und dasselbe waren. Ja. Gut, das soll es gewesen sein für dieses Let's Play. Vielleicht mache ich daraus zwei Folgen, wenn es über eine Stunde war. Und das war es bestimmt, da bin ich mir ziemlich sicher. Also, bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen.